unsere Solution angeschaut gehabt. Gibt es da nochmal groß was zu wiederholen? Ja, Konjunktiv in Normalform, klar. Interessant ist, dass sich jede aussagenlogische Formel in eine äquivalente Formel in konjunktiver Normalform transformieren lässt. Das ist natürlich sehr schön. Also gibt es jetzt zumindest, was die maschinelle Verarbeitung betrifft, erst einmal keinen Grund mehr, aussagenlogische Formeln zu betrachten. Wir können uns auf konjunktive Normalform beschränken. So. Und wir haben uns jetzt auch, schauen wir gleich hier, die allgemeine Formel an, den Resolutionskalkül angeschaut. Und das hier, das ist die Inferenzregel für die Resolution. Ja? Also, gegeben zwei Klauseln. Und wir können einen Resolutionsschritt genau dann machen, wenn wir ein paar komplementäre Literale in den zwei Klauseln finden. Ja? Und diese beiden komplementären Literale, die resolvieren wir quasi raus und vereinigen alle anderen Literale und kriegen dann die sogenannte Resolvente. Also das heißt eine neue Klausel. Ja. Ja, und ich glaube, es ist auch eine Übungsaufgabe in dem zweiten Kapitel zu beweisen, dass die Resolutionsregel korrekt ist. Ja? Und zwar kann man das auch wieder, und zwar für den Spezialfall hier, dass wir so kleine Klauseln haben. Ja? Und das kann man zum Beispiel auch wieder mit der Wahrheitstafelmethode machen. Okay, und hier natürlich dieser ganz zentrale, wichtige Satz, der Resolutionskalkül zum Beweis der Unerfüllbarkeit von Formeln in konjunktiver Normalform ist korrekt und vollständig. Ja, wunderbar. Und damit natürlich nicht nur für die Unerfüllbarkeit, sondern für die ganz normale Folgerung auch. Ja, also wenn wir zeigen wollen, Q folgt aus WB, dann können wir das ja transformieren in ein Unerfüllbarkeitsproblem. Okay, dann haben wir uns hier zwei Beispiele angeschaut. Ja, haben wir uns dann spezialisiert auf Hornklauseln, weil die Hornklauseln die schöne Eigenschaft haben, wenn man es jetzt in dieser Form anschaut, jetzt habe ich ja eine Klausel, wo quasi vor dem Implikationspfeil in der Prämisse eine Und-Verknüpfung von Vorbedingungen steht und nur noch eine Nachbedingung. Ja? Das heißt, also wir hatten es mit dem Beispiel Wetterbericht, ich will halt definitive Aussagen haben. Ja? Und nicht so ein, ja, es könnte das sein oder jenes. Ja? Das ist die Intuition. In der Praxis bedeutet das für Beweiser oder die Logikprogrammiersprache Prolog, dass die Abarbeitung wesentlich einfacher ist und vor allem auch der Suchraum viel kleiner wird. Okay, gut. Ja, wir hatten uns hier auch nochmal so ein Beispiel angeschaut und das per Backward Chaining gelöst. Dann SLD-Resolution, das ist eben dieser Spezialfall von Resolution, wo wir zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel hier Skifahren beweisen wollen, dann mittels Backward Chaining überlege ich, ich brauche Wetterschön und ich brauche Schnee, dann suche ich nach Wetterschön und dieses Suchen nach einer Klausel mit dem Literal drin, das geht eben von oben nach unten der Reihe nach. Ja? Und übrigens außerdem, dieses Selection Rule Driven bezieht sich auch hier auf die Reihenfolge der Literale in der Klausel. Das heißt, wenn ich jetzt Skifahren beweisen will, dann brauche ich diese Voraussetzung und die und ich gehe hier immer der Reihe nach von links nach rechts vor. Okay.
Ja, gut. Ja, und genau, und dieses Linear Resolution in dem Selection Rule Driven Linear Resolution, das heißt, wir tun immer mit der gerade hergeleiteten Klausel weiterarbeiten. Ja? Wir könnten auch mit beliebigen anderen Klauseln, aber das ist auch eine weitere Einschränkung. Und diese Strategien oder diese Vorgaben, die führen natürlich zu einer Reduktion des Suchraums. Ja, gut, Selection Rule, das habe ich schon gesagt. Die Literale der aktuellen Klausel, das sind die sogenannten Teilziele, Englisch Subgoals, und die Literale der negierten Anfrage, das sind die Ziele, ja? Englisch Goals. So, wir werden da noch diverse Beispiele sehen. Und hier haben wir jetzt, genau, schauen wir das nochmal an, das ist jetzt die Inferenzregel für die SLD-Resolution. Ja? Ja, wir haben jetzt diese Klausel, fangen wir mal mit der an. Ja? Die wollen wir beweisen. Und da haben wir jetzt dieses negierte Literal B1. Und da haben wir eine andere Klausel, in der wir ein komplementäres Literal haben, also positives Literal B1. Und letztlich ist das nichts anderes als ein Resolutionsschritt. Ja? Diese beiden werden wegresolviert und wir kriegen die neue Klausel mit den restlichen Literalen drin. Fertig, das ist alles. Also ist nur ein Spezialfall von Resolution, nichts Neues. Okay, SLD-Resolution und Prolog. Wie gesagt, Programmieren im Prolog, das werden wir erst später. Ja. Da wir Resolution machen, ist die Aufgabe beim Prolog-Interpreter auch, genauso wie bei der Resolution, eine leere Klausel zu finden. Ja? Wenn die leere Klausel abgeleitet ist, dann ist Prolog zufrieden und die Aufgabe ist gelöst. Ja? Oder anders gesagt, vielleicht gehen wir noch mal kurz zurück zu unserem Beispiel hier. Ja, wenn ich hier jetzt diese Anfrage Skifahren bearbeiten will, dann geht es los mit dieser Anfrage. Das heißt, ich habe am Anfang ein Goal, ein Ziel. Ich will beweisen, Skifahren. Okay. Dann suche ich nach Klauseln, wo das Skifahren als positives Literal auftritt. Hier nicht, da nicht, da nicht, aber hier. Ja? So. Und jetzt mache ich einen Resolutionsschritt zwischen den beiden Klauseln. Das bedeutet, die beiden komplementären Literale, die sind weg. Und was bleibt nur übrig? Es bleiben übrig diese beiden neuen, also diese Subgoals von der zweiten Klausel, das sind jetzt die neuen Goals, die zu beweisen sind. Und die werden, also ein Prolog-Interpreter, der hat eine Datenstruktur namens Goal-Stack, ja, also ein Stapel der Teilziele. Und da auf dem Goal-Stack liegt am Anfang das Skifahren drauf, dann machen wir einen Resolutionsschritt, dann ist es weg. Und dann kommen aber diese beiden neuen Goals auf den Stack drauf und die müssen jetzt bewiesen werden. Und der Beweis ist dann fertig, wenn der Goal-Stack leer ist, weil dann haben wir die leere Klausel hergeleitet. Okay, genau, das ist das, was hier steht. Gibt es zu einem Teilziel nicht BI keine Klausel mit komplementärem Literal als Klauselkopf, so terminiert der Beweis und es kann kein Widerspruch gefunden werden. Ja, ist klar, dann habe ich ein offenes Teilziel, das ich nie beweisen kann und fertig. Okay, so und jetzt zur Sprache Prolog. Prolog-Programme sind nichts anderes als Mengen von Hornklauseln. Und dann kommt eben noch die Prädikatenlogik dazu, wo wir noch über Relationen reden können. Aber die Abarbeitung erfolgt über SLD-Resolution. Gut, ja, jetzt ein paar Worte zum Thema Komplexität, also sprich Rechenzeit. Ja. Wir kennen schon die Wahrheitstafelmethode und wir wissen, dass die entscheidbar ist. Ja, ist ganz wichtig.
Gut, ich meine, den Begriff entscheidbar, den werden wir formal definieren, dann später in der theoretischen Informatik. Entscheidbar heißt letztlich, es gibt ein Programm, das in endlicher Zeit die Aufgabe löst. Also eine Endlosschleife kann in so einem Fall dann nicht mehr passieren. Und warum ist die Wahrheitstafelmethode ein Entscheidungsverfahren für die Aussagenlogik? Also warum terminiert es immer? Naja, ich meine deswegen, weil wenn ich n Variablen habe in meiner Formel, dann gibt es 2 hoch n Belegungen und das ist eine endliche Zahl und die muss ich alle durchprobieren und dann bin ich fertig. Ja? So. So, ganz wichtig, also die Aussagenlogik des, oder die Entscheidbarkeit aussagenlogischer Formeln ist berechenbar. Ganz im Unterschied zur Prädikatenlogik. In der Prädikatenlogik wird es dann plötzlich ganz anders aussehen. Da kann es passieren, dass ich von meinem Beweiser gar nie eine Antwort kriege. Ich schalte den an und sag mir doch, ob die Formel wahr ist oder nicht. Und ich kriege nie eine Antwort. Okay, so, jetzt ein paar weitere Worte über Algorithmen, um aussagenlogische Formeln zu beweisen. Es gibt von der Wahrheitstafelmethode eine Optimierung, das sind die sogenannten semantischen Bäume. Und die Methode ist schneller. Die probiert nicht immer alle 2 hoch n Belegungen durch. Manchmal kann man da deutlich früher aufhören. Und davon gibt es noch eine weitere Optimierung, das ist die sogenannte Davis-Putnam-Procedure, also Davis-Putnam-Beweiser. Aber alle diese Verfahren, die sind im Worst Case exponentiell, also Größenordnung 2 hoch n. So, und jetzt wollen wir das mal mit Resolution vergleichen. Also nochmal zurück zur Wahrheitstafelmethode. Das n ist die Zahl der Variablen. Das heißt, die Rechenzeit wächst exponentiell mit der Zahl der Variablen. Also sprich, die Wahrheitstafelmethode, die ist dann oder kann dann sehr viel Rechenzeit kosten, wenn ich viele Variablen in der Formel habe. Ja? So, bei der Resolution ist es so, dass die Rechenzeit exponentiell mit der Zahl der Klauseln wächst. Ich meine, es ist klar, wenn ich viele Klauseln habe, dann gibt es auch viele Möglichkeiten, Resolutionsschritte zwischen den Klauseln zu machen. Und das nicht nur im ersten Schritt, sondern das wird ja immer schlimmer. Das wird ja immer schlimmer, weil ich neue abgeleitete Klauseln habe und immer noch mehr Möglichkeiten habe, Resolutionsschritte zu machen. Ja. So, aber interessant ist, hier bei der Wahrheitstafelmethode wächst die Rechenzeit exponentiell mit der Zahl der Variablen, hier wächst die Rechenzeit eher exponentiell mit der Zahl der Klauseln. Ja. Und das kann einem dann auch eine Idee liefern, welche Methode man vielleicht bevorzugen möchte bei bestimmten Formeln. Ja. Also wenn ich sehr viele Variablen habe, ist es vielleicht besser mit der Resolution zu arbeiten und andersrum eher mit der Wahrheitstafelmethode. Aber das sind alles bloß so ganz grobe Faustformeln. Wirklich sicher das zu entscheiden, das ist sehr schwierig. Okay, ja genau. Dann ein kurzer Verweis auch noch jetzt auf die theoretische Informatik, Entscheidbarkeit. Da gibt es den wichtigen Satz von Cook, ganz fundamental für die theoretische Informatik, nämlich das Dreisatzproblem ist NP vollständig. Also
3-Sat, hier steht's, ist die Menge aller Formeln in konjunktiver Normalform, deren Klauseln genau 3 Literale haben. Also sind eigentlich relativ einfache Formeln, die Klauseln sind ganz klein, genau 3 Literale. Ja? Und der Cook hat gezeigt, schon diese Menge ist NP vollständig. Was heißt denn NP vollständig? NP vollständig ist eine Klasse von Problemen, die zwar noch entscheidbar sind, also wo der Algorithmus nach endlicher Zeit terminiert, aber das gehört schon zur üblen Klasse von Problemen, NP vollständig. Da brauche ich eine nicht-deterministische Turing-Maschine und die schafft es in polynomieller Zeit. Nicht-deterministische Turing-Maschine, das ist ein Rechner, der immer dann, wenn er eine Verzweigung hat, ein allwissendes Orakel fragen darf. Also zum Beispiel hier Wahrheitstafelmethode. Bei der Wahrheitstafelmethode, machen wir doch gerade mal ein Beispiel an der Tafel. Wir haben eine Formel Phi, Phi in konjunktiver Normalform mit den Variablen V1 bis Vn. So. Und die Wahrheitstafelmethode, die probiert ja im Worst Case alle 2 hoch n Belegungen von diesen Variablen durch. Ja? So eine nicht-deterministische Turing-Maschine, die hat das Glück, die kann bei jeder Variablen das Orakel fragen, wie soll ich die denn belegen? Also das heißt, da geht's los. Das ist übrigens ein semantischer Baum. V1 war falsch. Dann kommt V2 hier und hier auch. V2 war falsch. War falsch. Und dann V3. Und so weiter. So, eine deterministische Turing-Maschine, also ein ganz normaler PC, ja, der muss halt die Variante durchprobieren und die. Und dann hier wieder alle Zweige durchgehen. Die nicht-deterministische Turing-Maschine, die fragt einfach ihr Orakel und das Orakel sagt ihr, oh ja, die tust du mit wahr belegen, die mit falsch und so weiter. Und am Ende kriege ich dann eine erfüllende Belegung. Und die Rechenzeit ist dann nur noch so lang, wie der Pfad ist. Und das ist natürlich viel kürzer, als jetzt alle Pfade durchprobieren. Und deswegen schafft sie nicht-deterministische Turing-Maschine in polynomialer Zeit. Aber so eine nicht-deterministische Turing-Maschine ist natürlich, wie soll ich sagen, ziemlich teures Vehikel. Ja? Tatsächlich können wir uns die ja gar nicht leisten. Okay. Was gibt es noch zu sagen? Für Hornklauseln wächst die Zeit für einen Erfüllbarkeitstest nur linear mit der Zahl der Literale in der Formel. Da sieht man jetzt den großen Vorteil, also das gilt aber, Vorsicht, das gilt nur für Aussagenlogik. Ja? Großen Vorteil von Hornklauseln. Okay. Anwendungen und Grenzen. Ja, über Anwendungen habe ich ja schon einiges gesagt in der Digitaltechnik, Schaltungsverifikation, Generierung von Testmustern. Das will ich jetzt nicht mehr nochmal wiederholen. Dann in der KI, auch für einfache KI-Anwendungen mit diskreten Variablen und keine Relationen. Und dann auch noch eine wichtige Anwendung in der probabilistischen Logik, also beim Schließen mit Unsicherheit. Ich meine, das hatten wir ja in der KI auch. Zum Beispiel, als wir die Max-End-Methode angeschaut haben. Ja? Da geht es dann immer um solche Ausdrücke. Zum Beispiel kann ich eine Wahrscheinlichkeit von A und B oder C anschauen. Ja? Und dann ist das Argument von dieser Wahrscheinlichkeit eine aussagenlogische Formel.
Also sprich, das Schließen, mit, also probabilistische Schließen, ist eine Erweiterung der Aussagenlogik. Das heißt, ich kann dann aussagenlogischen Formeln auch noch Wahrscheinlichkeiten zuordnen. Okay, dann haben wir noch Fuzzy-Logik als Erweiterung der Aussagenlogik. Bei der Fuzzy-Logik, da werden den einzelnen Variablen von solchen aussagenlogischen Formeln, die können nicht nur Werte 0 oder 1 annehmen, sondern beliebige Werte dazwischen. Ja? So, ja. Okay, gut, ja, damit wären wir fertig mit der Aussagenlogik und wir steigen jetzt ein in die Prädikatenlogik erster Stufe. Versuchen wir doch mal nochmal mit Aussagenlogik ein Robotikproblem zu lösen. Und zwar stellen wir uns vor, wir haben 100 Roboter, die auf einem zweidimensionalen Bereich, was weiß ich, so Fußballplatzgröße in der Gegend rumfahren. Und wir wollen dann immer Aussagen machen, welcher Roboter befindet sich wo. Also zum Beispiel hier sowas. Ja? Roboter 7 befindet sich an der XY-Position 35,79. Ja? So, wie macht man das mit Aussagenlogik? Ich meine, in der Aussagenlogik haben wir ja einzelne Aussagen. Wir hatten, es regnet, die Straße ist nass. Oder wir haben die Aussage, Roboter 7 befindet sich an der Position 35,79. Das ist doch ganz einfach. Das heißt, wir definieren jetzt eine, also quasi dieser Text, wenn man so will, dieser String, ist eine aussagenlogische Variable. Und wenn sich halt der Roboter 7 irgendwo anders befindet, dann habe ich hier halt eine andere Variable. So, ich meine, wenn der jetzt 100 mal 100 Gitter hat, dann gibt es schon 10.000 Positionen für den Roboter. Und wenn ich 100 verschiedene Roboter habe, dann haben wir 1 Million verschiedene Aussagevariablen. Und da wird es so langsam richtig unangenehm, unhandlich, das Ganze. Also das macht keinen Sinn, sowas mit Aussagenlogik zu modellieren, sondern ich will da eigentlich eine Relation angeben können. Und ich will quasi sagen können, der Roboter Nummer X befindet sich an der Position XY. Ja? Ja, genau. Also, sorry, da haben wir jetzt, ja. Wenn wir jetzt eine Relation über Relationen sprechen wollen, zum Beispiel, wir wollen die Relation definieren, Roboter A steht weiter rechts als Roboter B. Ja? Und ich meine, inhaltlich ist, heißt es ja, der X-Wert von den beiden Koordinaten von Roboter A muss größer sein als der vom Roboter B. So würden wir das mathematisch irgendwie formulieren. Wenn wir das jetzt mit aussagenlogisch mit diesen Variablen machen würden, dann hätte man ein echtes Problem, die Relation zu definieren. Dann könnte man zum Beispiel erst einmal nur über zwei Roboter reden. Da könnte man eine Variable haben, Roboter 7 steht weiter rechts als Roboter 12, genau dann, wenn Roboter 7 befindet sich an der Position mit x gleich 35 und 12 an der Position mit 10, genau, weil der hat einen größeren x-Wert als der, das heißt, in dem Fall stimmt's. So, und jetzt geht's weiter. Oder Roboter 7 befindet sich an der Position 34 und 12 an 10 und so weiter. Wir müssten hier alle 10.000 Kombinationen auflisten. Kein Mensch würde sowas jemals tun. So, in der Prädikatenlogik schaut es anders aus. Ich zeige Ihnen jetzt gleich mal eine prädikatenlogische Formel, die diese Relation steht weiter rechts definiert. Und zwar, wir brauchen erst einmal ein Prädikat mit dem Namen Position mit den Argumenten Nummer, das ist die Nummer vom Roboter, und dann seine X-Position und seine Y-Position. Ja? So.
Und jetzt definieren wir ein Prädikat mit dem Namen steht weiter rechts von U, V. Also U, der Roboter U, steht weiter rechts als der Roboter V. Und zwar soll das gelten für alle U und alle V. U steht weiter rechts als V, genau dann, wenn. Und das hier ist der Existenzquantor. Wenn es ein XU gibt und ein YU und ein XV und ein YV, das sind die Positionen von den beiden Robotern, sodass gilt, die Position vom Roboter U ist XU und YU und Position von V ist XV und YV und XU größer XV. Fertig. Also hier steht nichts anderes als der U muss eine größere X-Position haben als der V. Damit haben wir es definiert. Schön sauber, relativ leicht verständlich. Ja. Und wir haben eine Million aussagenlogische Regeln ersetzt durch eine prädikatenlogische Regel. Okay, gut. Wir werden noch viele andere prädikatenlogische Beispiele sehen. Jetzt machen wir es ähnlich wie bei der Aussagenlogik oder genau gleich. Wir starten mit der Syntax. Wir definieren die Sprache. Ja. So, also wir brauchen eine Menge V von Variablen, eine Menge K von Konstanten und eine Menge F von Funktionssymbolen. Und der Durchschnitt von diesen Mengen soll wieder leer sein, weil wir wollen ja die Konstanten von den Variablen und den Funktionssymbolen unterscheiden können. Und jetzt definieren wir die Menge der Terme. Ja. Und Terme, das ist tatsächlich so etwas ganz Ähnliches, wie wir es aus der Mathematik kennen. Oder aus Programmiersprachen. Nämlich alle Variablen sind Terme und alle Konstanten sind Terme. Das sind die atomaren Terme. So, und jetzt haben wir wieder so eine rekursive Formel. Wenn ich Terme habe, T1 bis Tn, und ein n-stelliges Funktionssymbol, dann ist auch f von T1 bis Tn ein Term. Und das kann ich rekursiv natürlich jetzt fortsetzen und kann, weil dieses f von T1 bis Tn ist ja wieder ein Term. Ja gut, und wenn ich jetzt noch, oder jetzt kann ich dieses Funktionssymbol wieder darauf anwenden und so weiter. Und kann mir beliebig geschachtelte Terme aufbauen. So. Bis jetzt haben wir nur Terme. Jetzt müssen wir ja noch Formeln definieren. Was sind prädikatenlogische Formeln? Dazu brauchen wir jetzt dann noch Prädikatsymbole. Sowas, wie wir vorhin hatten, diese Relation steht weiter rechts von. Also, und dann Formeln sind jetzt wie folgt aufgebaut. Erst einmal sind alle Terme, also wenn wir jetzt n Terme haben und p ist ein n-stelliges Prädikatsymbol, dann können wir dieses Prädikatsymbol auf die Terme anwenden und bekommen eine atomare Formel. Ja? So. Ich meine, die Terme, das müssen jetzt nicht komplexe Funktionsterme sein, das kann einfach auch eine Variable sein. So. Dann, hier haben wir eigentlich die Aussagenlogik, wenn ich zwei Formeln habe, A und B, und dann kann ich mit den schon bekannten logischen Operatoren neue Formeln auch wieder rekursiv aufbauen. So, und jetzt kommt was Neues. Jetzt kommen die Quantoren. Wenn ich eine Variable x habe und eine Formel a, dann ist auch für alle x und es gibt, also für alle x a oder es gibt x a, das sind dann auch Formeln. Ja? Und dieses auf dem Kopf stehende A ist der Allquantor und das umgekehrte E der Existenzquantor. So, dann haben wir auch hier wieder Literale, nämlich sowas ist ein Literal oder wenn ich ein Nicht davor setze, ein negiertes Literal. Ja, so, jetzt haben wir ja noch gesehen, dass wir solche Quantoren haben und die können wir vorne Formel schreiben. Also für alle und dann eine Variable x und dann kommt die Formel. Ja? Und wenn ich jetzt eine Formel a, in dieser Formel a, da kommen Variablen vor. Und wenn jede Variable in der Formel durch so einen Quantor abgedeckt ist,
Solche Formeln, die heißen dann Aussagen oder geschlossene Formeln. Und Variablen, die nicht durch so ein Quantor abgedeckt sind, die heißen freie Variablen, die sind nicht quantifiziert. Okay, und dann außerdem gibt es die konjunktive Normalform für prädikatologische Formeln und auch Hornklauseln. Und die Definitionen, die gelten ganz analog, übertragen auf prädikatologische Formeln. So, jetzt aber mal ein paar Beispiele, damit Sie da Anschauung kriegen von dem Ganzen. Ja? Hier haben wir jetzt ein paar prädikatologische Formeln. Zum Beispiel sowas, für alle x Frosch von x, Pfeil grün von x. Ja? Sowas würde man jetzt hinschreiben, um diese Aussage zu formalisieren. Alle Frösche sind grün. Also für alle x, wenn das x ein Frosch ist, dann ist das x grün. Alle braunen Frösche sind groß. Für alle x, Frosch von x und braun von x, Pfeil groß von x. Jeder mag Kuchen. Für alle x mag von x, Kuchen. Wichtig ist jetzt, das Kuchen hier, das ist eine Konstante und das x, das ist eine Variable. Nicht jeder mag Kuchen. Nicht für alle x mag x Kuchen. Keiner mag Kuchen. Nicht es gibt x mag x Kuchen. Klar, es gibt keinen, der Kuchen mag. Oder es gibt etwas, das jeder mag. Es gibt ein x, sodass für alle y gilt, mag y x. Und jetzt gerade das Umgekehrte, es gibt jemanden, der alles mag. Es gibt ein x, sodass für alle y gilt, mag xy. Oder jedes Ding wird von jemandem geliebt. Also für jedes Ding x gibt es eine Person y, die dieses x mag. Oder jeder mag etwas. Also jeder Mensch x, für jeden Menschen x gibt es irgendetwas, das der mag. Oder Bob mag jeden seiner Kunden. Also es trifft auf alle Kunden zu, deswegen der Allquantor. Für alle x, wenn x ein Kunde ist, dann mag den der Bob. Was haben wir noch? Es gibt einen Kunden, der Bob mag. Also es gibt ein x und das x muss Kunde sein und dann mag das x den Bob. Es gibt einen Bäcker, der all seine Kunden mag. Es gibt ein x und das x ist ein Bäcker. Und für alle y gilt, wenn das y ein Kunde ist, dann mag der x, nämlich der Bäcker, das y. Also Sie sehen, da kann man durchaus interessante Dinge formulieren mit Prädikatenlogik. Da kann man, ich meine, das sind ja schon gar nicht mehr so ganz triviale Sätze, die da stehen. Ja? Und natürlich können wir wesentlich komplexere Formeln aufbauen. Wir können Formeln aufbauen, mit denen wir Dinge beschreiben können, die kein Mensch mehr versteht. Okay, bis jetzt, sorry, also ich habe jetzt hier Beispiele gebracht und natürlich, ich meine, wir Menschen, bei uns Menschen funktioniert Logik nur über Semantik und Bedeutung. Ich meine, wenn ich Ihnen sowas hinschreibe hier syntaktisch und alles Mögliche erkläre, das versteht kein Mensch, solange er nicht hier irgendwie sich konkret was vorstellt. Ja? Das heißt, wir haben hier natürlich schon über Semantik argumentiert. Tatsächlich habe ich aber bisher nur Syntax definiert. Wir haben nur Syntax definiert, wir wissen, was es da gibt und wir wissen zum Beispiel, dass das eine erlaubte prädikatologische Zeichenkette ist. Mehr wissen wir bis jetzt nicht. Wir haben keine Ahnung, was das bedeuten soll, was da semantisch abgeht. Und deswegen müssen wir jetzt natürlich zur Semantik kommen. Und wie bei der Aussagenlogik auch, läuft Semantik von prädikatologischen Formeln
über Belegung oder Interpretation. So, jetzt sind natürlich die prädikatlogischen Formeln wesentlich komplexer aufgebaut als aussagenlogische und deswegen wird auch das Belegen ein bisschen schwieriger sein. Zur Erinnerung nochmal, in der Aussagenlogik, da hatten wir nur Aussagevariablen und die müssen wir belegen mit wahr oder falsch. Jetzt in der Prädikatenlogik, naja, da haben wir ja komplexere Formeln. Da haben wir hier Variablen, dann haben wir Prädikate und was wir hier noch gar nicht gesehen haben bei den Beispielen, es gibt auch noch Funktionssymbole und Funktionsterme und so weiter. Ja. Zum Beispiel, wir könnten, schreiben wir mal eine mathematische Formel hin. Für alle x, f von x ist größer als 0. Das ist jetzt eine prädikatenlogische Formel. Und die ist vielleicht wahr oder falsch, je nachdem, wie ich sie belege. Bei der Belegung wird es vor allem darauf ankommen, wie ich die Funktion f interpretiere. Wenn ich für f die Sinusfunktion nehme, dann ist die Formel nicht wahr. Wenn ich für f die Funktion f von x gleich 3 nehme, dann ist die Formel wahr. Also Teil der Belegung wird sein, dieses Funktionssymbol f, das ist nur ein Symbol, das ist nur Syntax. Bei der Belegung kommt es dann darauf an, welche reale mathematische Funktion ich mir da dann vorstelle. Das ist nur ein Beispiel. Und Variablen kann man auch noch belegen, wobei, wir werden es gleich sehen, die Belegung von solchen Variablen, die im Wirkungsbereich eines Quantors sind, da haben wir gar nicht mehr so viel Freiheit, weil da steht ja für alle x. Das heißt, das muss für alle Werte gelten. Okay, also jetzt rein in die Semantik. Also eine Belegung ist definiert durch eine Abbildung von der Menge der Konstanten und Variablen auf eine Menge W von Objekten aus der Welt. Hier, schauen Sie, die Variablen. Ich meine, da ist ja jetzt wichtig, geht es mir um natürliche Zahlen, ganze Zahlen, rationale, reelle, komplexe, das müssen wir irgendwo sagen, wie wir diese X belegen wollen. Okay, das haben wir hier gehabt und auch zum Beispiel das hier, das ist eine Konstante, 0. Ja, womit belegen wir die? Schauen Sie, das, und das ist ganz wichtig jetzt, das ist Syntax. Das ist einfach nur ein Name einer Konstante. Womit belege ich die? Ich meine, normalerweise würde man eine Konstante, die den Namen 0 hat, auch mit einer realen 0 in den natürlichen Zahlen belegen. Aber ich kann natürlich auch verrückte Belegungen machen. Ich kann auch sagen, ich bilde jetzt dieses Symbol 0 ab auf die Zahl 24. Okay, jetzt geht es weiter. Abbildung von der Menge der Funktionssymbole auf die Menge der Funktionen der Welt. Und ganz wichtig hier zu unterscheiden. Wir müssen unterscheiden zwischen Funktionssymbolen, das ist reine Syntax, und Funktionen, wie wir sie zum Beispiel in der Mathematik haben. Aber ich meine, wir reden hier nicht nur über die Mathematik. In dem Buch von Russell Norwick, der hat da so ein englisches Königsbeispiel und da hat er eine Funktion left leg off. Ja? Also die Funktion liefert mir das linke Bein eines Objektes. Ja? Also nicht, dass das jetzt abgehakt wird, aber damit meine ich das linke Bein von einer Person zum Beispiel. Jedem n-stelligen Funktionssymbol wird eine n-stellige Funktion zugeordnet. Klar, ist wichtig, wenn ich jetzt eine Funktion habe, die mit zwei Argumenten ist, ein Funktionssymbol mit zwei, ein zweistelliges Funktionssymbol, muss das natürlich auf eine Funktion
mit zwei Argumenten abgebildet werden. So, und dann für die Prädikatssymbole brauchen wir auch noch eine Abbildung auf die Menge der Relationen der Welt. Ja? Jedem endstelligen Prädikatssymbol wird eine endstellige Relation zugeordnet. Wir hatten vorhin schon ein Beispiel, da gehen wir gerade auch nochmal zurück schnell. Hier. Wir haben hier definiert, dieses Prädikatssymbol steht weiter rechts. Das ist ein zweistelliges Prädikatssymbol mit zwei Argumenten. So, und wenn ich jetzt die Semantik von diesem Teil verstehen will, dann geht es, ich meine, zum einen ist das hier definiert in der Formel, das geht natürlich über Position. Aber was ich natürlich brauche, ist jetzt eine Interpretation von diesem Prädikat Position. Das müssen wir abbilden auf irgendwas in der realen Welt. Jawohl, damit ist der Begriff der Belegung definiert. Ja, so, schauen wir uns gerade nochmal ein Beispiel an. Also, auf der syntaktischen Ebene haben wir jetzt drei Konstanten, C1, C2 und C3. Dann haben wir ein zweistelliges Funktionssymbol mit diesem Namen, PLUS. Und ein zweistelliges Prädikatssymbol mit dem Namen GR. Und jetzt bauen wir eine Formel F auf. Und die Formel heißt so, GR von plus von C1, C3, C2. Na gut, und jetzt machen wir Logik. Und wenn wir Logik machen, dann stellen wir uns die Frage, ist diese Formel wahr oder nicht? Naja, und die Antwort heißt natürlich, es kommt auf die Belegung an. Und bei der Belegung muss ich also alle konstanten Symbole auf Konstanten in der realen Welt abbilden. Zum Beispiel kann ich C1 auf 1 abbilden, C2 auf 2 und C3 auf 3. Und dieses Funktionssymbol plus kann ich auf das tatsächliche Plus aus der Mathematik, also für natürliche Zahlen, abbilden. Und das Funktionssymbol GR auf die größere Relation. Sorry, habe ich Funktionssymbol gesagt? Das ist natürlich jetzt ein Prädikatssymbol. Das wird auf diese Relation abgebildet. So, und wenn wir das so machen, diese Abbildung, dann kriegen wir, also das GR wird auf größer abgebildet. Das ist hier praktisch die äußere Relation. Und das Plus wird auf das Plus abgebildet und C1 auf 1 und C2 auf 3, C3 auf 3 und C2 auf 2. Und dann steht hier das 1 plus 3 ist größer als 2. Ja. Jetzt können wir das hier sogar noch auswerten, wenn wir rechnen können. Und dann steht da 4 ist größer als 2. Und da würden die meisten Leute sagen, das ist wahr. Ja. So, und jetzt bin ich aber mal ganz streng mathematisch. Wir reden hier über die Größerrelation. Und ich meine, für jeder Informatiker weiß ohnehin, was Relationen sind, weil das hat ihm der Hulin erzählt. Hier haben wir eine zweistellige Relation. Und eine zweistellige Relation ist nichts anderes als eine Menge von Paaren. Ja? Und zwar auf dieser Menge von Zahlen, Menge der Zahlen 1 bis 4, ist die größere Relation das hier. Das ist die größere Relation. Das ist die Menge aller Paare, bei denen das erste Objekt größer ist als das zweite. Also 4, 3, 4, 2, 4, 1, dann 3, 2, 3, 1 und 2, 1. Das ist die größere Relation. Ich meine, solche Paarmengen, die müssen nicht unbedingt endlich sein, die können auch unendlich sein. Wenn wir jetzt hier reelle Zahlen haben, dann ist die Relation eine unendliche Menge. So, und jetzt stellen wir uns die Frage nochmal, ist diese Formel unter der Belegung wahr? Ja,
Und die ist genau dann wahr, wenn das, was hier rauskommt, also ein bisschen formaler hingeschrieben, würde das hier ja heißen, größer von 4,2. Oder anders gesagt, dieses Paar 4,2, das muss in der Menge drin sein, dann ist die Formel wahr. Und tatsächlich, siehe da, das Paar ist drin in der Formel, in der Menge. So, gut. Wir können das gleiche Beispiel auch mit einer anderen Belegung untersuchen. Wir belegen C1 auf 2, C2 auf 3, C3 auf 1, Plus auf Minus und GR auf größer. Und dann kriegen wir 2 minus 1 größer 3, beziehungsweise 1 größer 3. Und das Paar 1,3 ist in G nicht enthalten, also ist die Formel nicht wahr. Sprich, Wahrheit einer Formel hängt natürlich von der Belegung ab. So, und jetzt haben wir vielleicht ein bisschen Motivation, uns diese Definition für die Wahrheit von Formeln anzutun. Ja? Eine atomare Formel, also so eine atomare Formel, sind solche, bei denen jetzt noch kein und oder, also keine logischen Operatoren vorkommen und auch keine Quantoren. Also nur ein Prädikat. Prädikat mit seinen Argumenten. Es war unter Belegung B, wenn nach der Belegung und Auswertung aller Terme unter Belegung des Prädikats P durch die endstellige Relation R gilt, schauen Sie hier, ich belege den Term 1, dann kriege ich B von T1. Und bis zu Tn mache ich das. Ja? Und jetzt bilde ich dieses N-Tuppel. Und dieses N-Tuppel muss ein Element von der Relation sein. Genauso haben wir es ja hier gemacht. Hier. Hier, wir haben dieses Paar 4,2 gebildet und geschaut, ob das in dieser Relation drin ist. Okay. Die Wahrheit von quantorenfreien Formeln, also das sind jetzt quasi solche atomaren Formeln und jetzt, wie in der Aussagenlogik, durch logische Operatoren verknüpft, ergibt sich aus der Wahrheit der atomaren Formeln, wie in der Aussagenlogik, über die Semantik der logischen Operatoren. So, dann, jetzt geht es um Formeln mit so einem Allquantor vorne dran. Eine Formel für alle xf ist wahr unter Belegung b genau dann, wenn sie bei beliebiger Änderung der Belegung für die Variable x wahr ist. Oder in anderen Worten gesagt, das Ding muss immer wahr werden für jeden Wert von x. Ich meine, ist ja irgendwo plausibel. Wir sagen ja für alle x, also das ist durchaus intuitiv verständlich, diese Definition. So, jetzt, es gibt xf. Es war unter Belegung b genau dann, wenn es für die Variable x eine Belegung gibt, welche die Formel wahr macht. Wenn es eine Belegung gibt und dieses eine ist jetzt zu verstehen nicht als genau eine, sondern als mindestens eine. Es kann ja auch noch eine zweite geben oder dritte oder unendlich viele. So, dann hatten wir in der Aussagenlogik noch die semantische Äquivalenz von Formeln, außerdem Definition für erfüllbar, wahr, unerfüllbar, Modell, semantische Folgerung und die können wir alle analog aus der Aussagenlogik so übernehmen. Ja, gut. Ja. Auch die Sätze für das Deduktionstheorem und den Widerspruchsbeweis, die können wir analog für PL1 übernehmen. Das heißt, es gibt auch in der Prädikatlogik ein Deduktionstheorem und wir können auch in der Prädikatlogik Widerspruchsbeweise durchführen, genauso wie in der Aussagenlogik auch. Ja? Das heißt, wenn wir zeigen wollen, dass eine Formel Q aus WB
folgt, dann tun wir nicht Q zur Wissensbasis dazu. Also wir bilden WB und nicht Q und zeigen, dass die Formel unerfüllbar ist. Wie wir das machen, da kommen wir jetzt dann drauf. Okay, weiteres Beispiel. Ja, klassisches prädikanlogisches Beispiel. Es geht um Verwandtschaftsrelationen. Wir haben hier jetzt so einen Stammbaum. Also da gibt es hier die beiden Katrin A. und Franz A. Und die haben miteinander diese beiden Kinder, Otto A. und Maria B. Ja? Diese Maria, die heißt deswegen B, weil sie dann später den Otto B. geheiratet hat und dann haben die miteinander das Kind Klaus B. Ja? Dann hat der Otto A. die Anna A. geheiratet und dann das Kind Isolde A. und Eva A. und Hans A. So. Und jetzt beschreiben wir, jetzt verwenden wir dann Prädikatenlogik. Aber bevor wir das tun, schauen wir uns mal Relationen an. Ja? Zum Beispiel die dreistellige Kindrelation. Da haben wir jetzt dieses Triple Otto A, Katrin A und Franz A. Wo sind denn die? Hier, Otto A, Katrin A und Franz A. Offenbar ist es so zu verstehen, Otto ist das Kind von den beiden Eltern. Ja? Oder Maria B. ist Kind von Katrin A. und Franz A. Hier. Und so weiter. Und diese Kindrelation, die hat die Mächtigkeit 6. Dann haben wir noch eine einstellige Relation, weiblich. Ist klar? Das ist die Menge mit allen Frauen. Wichtig an der Stelle, hier sind wir jetzt auf der semantischen Ebene. Wir reden über Relationen. Ja? Die syntaktische Ebene, das sehen wir gleich, da geht es dann um logische Formeln. So. Und zwar, jetzt definieren wir ein Prädikat mit dem Namen Kind. Kind X, Y, Z. Ja? Und die Semantik von diesem Prädikat, wichtig, dieses Kind hier, das ist ein Prädikatssymbol. Ja? Das Kind hier ist diese Relation, die wir hier hatten. Und die Relation ist eine Menge von Trippeln in dem Fall. Und die Beziehung zwischen Syntax und Semantik stellen wir jetzt her durch eine Belegung. Und zwar, wir sagen, B von Kind XYZ ist wahr, genau dann, wenn B von X, B von Y und B von Z in der Kindrelation drin sind. So, ja, und da müssen wir natürlich jetzt erst eine Belegung vornehmen. Und zwar, wir sagen, also wir nehmen jetzt eine Konstante, also ein Konstantensymbol Otto und das belegen wir durch Otto A. Und ein Konstantensymbol Eva belegen wir durch Eva A und Anna durch Anna A. Ich hätte natürlich hier auch X, Y und Z nehmen können, das ist egal. Ja? So, und jetzt können wir uns die Frage stellen, ist Kind Eva Anna Otto wahr? Naja, das ist genau dann wahr, wenn die Belegung von diesen drei Konstanten, und die haben wir hier definiert, in der Kindrelation drin ist. Und wenn Sie danach schauen, ist es tatsächlich so. So, jetzt stellen wir eine interessante Frage. Stellen wir die Frage, gilt auch Kind Eva Otto Anna? Also das hier ist tatsächlich in der Relation drin. Schauen wir nochmal nach. Eva, Anna, Otto. Das ist tatsächlich in der Relation drin. Aber was wir dann nicht finden, ist Eva, Otto, Anna. Ja.
Das heißt, so wie wir sie jetzt hier haben, diese Kind-Relation, ist immer Kind, Mutter, Vater, die Reihenfolge. Das heißt, wenn ich jetzt die Frage stelle, Kind, also Kind, Vater, Mutter, dann haben wir ein Problem. Ist ja eigentlich blöd, weil ich möchte eigentlich, dass dieses Prädikat symmetrisch ist in diesen beiden letzten Argumenten. Und jetzt eine Lösung wäre natürlich, diese Kind-Relation einfach zu verdoppeln und doppelt so viele Triple reinzuschreiben, aber das ist ja blöd, dann haben wir da redundante Informationen drin. Und wir können jetzt hergehen und auf der syntaktischen, prädikatenlogischen Ebene diese Symmetrie definieren. Wir schreiben die Formel hin. Für alle x, für alle y und für alle z, Kind x, y, z, genau dann, wenn Kind x, z, y. Fertig. Das ist die Symmetrie in den letzten beiden Argumenten. Oder wir können zum Beispiel ein neues Prädikat Nachkomme definieren. Für alle x und y, x ist Nachkomme von y, genau dann, wenn es ein z gibt, sodass x das Kind von y und z ist. Ja, also das heißt nichts anderes als x ist Kind von y. Klar, ich meine, wenn x Kind von y ist, dann ist x auch ein Nachkomme von y. So verstehen wir jedenfalls den Begriff Nachkomme. Aber jetzt gibt es natürlich auch Nachkommen, nicht nur in der ersten Generation, sondern in der zweiten, dritten, beliebige Generation. Und deswegen müssen wir natürlich jetzt noch mehr sagen. Also das ist der eine Fall, ein direkter, ein Kind direkt. Oder es gibt U und V, sodass x Kind von U und V ist und der U hier, der oder die U, ist Nachkomme von Y. Und jetzt haben wir eine rekursive Definition. Weil hier drin kommt das Prädikat Nachkomme schon wieder vor. Und jetzt können wir im Prinzip, natürlich ist klar, hier diese Rekursion beliebig tief laufen lassen. Damit haben wir das Nachfolgeprädikat für beliebig viele Generationen definiert. Ja, und das ist natürlich jetzt eine elegante Methode. Ja. Also wir müssen das nicht jetzt hinschreiben für Nachkomme erste Generation, zweite Generation und so weiter. Ja. Und ich denke, Ihnen wird das ja auch durchaus jetzt, ich weiß nicht, bekannt vorkommen, beziehungsweise zum rekursiven Programmieren hat es natürlich sehr viel Verwandtschaft. Ich meine, im Prinzip als Informatiker stellt man sich doch hier eine Funktion Nachkomme vor, die sich selber aufruft. Ja? Und Sie wissen natürlich auch, wenn Sie rekursive Programme schreiben, Sie brauchen einen Terminierungsfall. Ja? Und die Terminierung ist natürlich das. Ja? Wenn wir das hier weglassen, dann haben wir ein Problem. Okay, so, jetzt können wir anfangen, über unser Verwandtschaftswissen eine Wissensbasis aufzubauen. Zum Beispiel weiblich von Katrin, weiblich Anna und so weiter. Und dann die Kindrelation. Also, wobei, und das hier, das sind alles Fakten. Das ist ein Fakt und das ist ein Fakt und so weiter. Hier geht es los mit den Regeln. Da haben wir die Symmetrie von Kind in den letzten beiden Argumenten. Da haben wir das Nachkommeprädikat definiert. Ja, und jetzt können wir uns so Fragen stellen. Jetzt können wir nochmal die Frage stellen, ist Kind Eva Otto Anna ableitbar? Das war ja das, was wir hier nicht haben. Wir haben Eva Anna Otto, aber Otto Anna haben wir nicht. Also können wir mit dem Wissen aus dieser Wissensbasis diese Anfrage Q ableiten. Und da wird es natürlich jetzt interessant.
das ist wirklich interessant, weil wir haben eine Anfrage, die wir so im Stile von Volltextsuche mit Google nicht beantworten können. Ja? Da müssen tatsächlich logische Schlüsse geleistet werden, um sowas abzuleiten. Oder wir können die Frage stellen, ist Nachkomme Eva Franz ableitbar? Eva Franz. Also wir haben Kind Eva Anna Otto. Und wo ist denn da der Franz? Hier, Otto Katrin Franz. Maria Katrin Franz. Wir Menschen tun uns da mit dem Stammbaum immer leichter. Was haben wir gesagt? Was wollen wir wissen? Eva Franz. Ja, offenbar ist Eva ein Nachkomme von Franz. Ja, und schön wäre es natürlich, wenn wir da jetzt ein Logikkalkül hätten, der mit rein syntaktischen Methoden das hier beweisen kann, oder zeigen kann, dass das aus der Wissensbasis folgt. Okay, gut. Und dahin wollen wir jetzt dann noch kommen. Wir haben ja Objekte, also Variablen, Konstanten, wir können Terme aufbauen und deswegen brauchen wir in der Prädikatenlogik auch die Gleichheit. Wir wollen zum Beispiel sowas hinschreiben, für sowas zum Beispiel, f von x gleich 3. Ja? Und damit brauchen wir die Gleichheit. Und die Gleichheit ist letztlich ein Prädikat. Was sind denn Prädikate? Nochmal zurück. Hier, weiblich ist ein Prädikat oder Kind oder Nachkomme. Prädikate, die Semantik von Prädikaten ist immer am Ende ein Wahrheitswert. Also ist Nachkomme von Eva, Franz wahr? Ja? Also Prädikate bilden letztlich Terme auf Wahrheitswerte ab. So. Und die Gleichheit macht ja auch nichts anderes. Da haben wir einen Term, da haben wir einen Term und dann fragen wir uns, ist der Term gleich dem Term? Also ist diese Gleichung wahr. Also sprich, die Gleichheit ist nichts anderes als ein Prädikat. Und dieses Prädikat gleich, das wird in der Logik und übrigens auch in der Mathematik immer so definiert. Ja? Die Gleichheit ist eine sogenannte Äquivalenzrelation. Und die Eigenschaften für eine Äquivalenzrelation sind diese drei hier, nämlich reflexiv, symmetrisch und transitiv muss die sein. Also, für alle x, x gleich x. Jedes Objekt muss zu sich selber gleich sein. Triviale Forderung. Ja? Außerdem die Symmetrie, wenn x gleich y, dann muss auch y gleich x sein. Und die Transitivität, wenn x gleich y und y gleich z, dann muss x gleich z sein. Die drei Eigenschaften charakterisieren Äquivalenzrelationen, unter anderem ist die Gleichheit eine Äquivalenzrelation. So, das reicht eigentlich, was die Mathematik betrifft. Wir brauchen hier in der Logik aber noch ein weiteres Axiom, nämlich das Substitutionsaxiom. Das brauchen wir deswegen, weil wir mit Funktionssymbolen arbeiten. Schauen wir es uns mal an. Für alle x und y, wenn x gleich y, dann muss f von x gleich f von y sein. Was steckt denn da dahinter? Überlegen Sie mal, was für eine Eigenschaft einer Funktion f ist das, was da steht? Ich meine, wir sind hier auf der syntaktischen Ebene in der prädikalen Logik. Und dieses f ist ein Funktionssymbol. Ja?
Und jetzt denken Sie aber mal an die Semantik, an richtige Funktionen aus der Mathematik. Was ist denn eine Funktion? Also wenn ich jetzt in einer Mathematikvorlesung frage, Leute, was ist eine Funktion? Ja, genau. Ja, wird auf einen Funktionswert abgebildet und zwar eindeutig. Also es darf nicht sein, dass die Funktion, was weiß ich, Logarithmus x, heute ist der Logarithmus von 1, 0 und morgen ist der Logarithmus von 1, 2. Ja? Das geht nicht, muss eindeutig sein. Und das ist nichts anderes als das, dieses Substitutionsaxiom. Schauen Sie, da steckt doch die Eindeutigkeit dahinter. Wenn x gleich y ist, dann muss f von x auch gleich f von y sein. Da darf nicht was anderes rauskommen. Also diese quasi Eindeutigkeit von Funktionen, die liften wir, wenn wir so wollen, auf die prädikatenlogische Ebene. Damit da nichts schief gehen kann. Okay, gut. So, jetzt brauchen wir noch eine Eigenschaft für die Ersetzung von Termen. Ja? Und zwar, nehmen wir diese Formel. Für alle x, x gleich 5. Pfeil x gleich y. Also wenn x gleich 5 ist, dann ist x gleich y. So. Und jetzt können wir ja, y ist eine Variable. Ja? Und so eine Variable, die darf ich ersetzen durch einen beliebigen Term. Und jetzt ersetze ich y durch einen Term Sinus x. Und dann wird aus dieser Formel für alle x, wenn x gleich 5, dann ist x gleich Sinus x. Und das ist falsch. Also hier steckt jetzt quasi die Aussage drin, für alle x gilt, wenn x gleich 5, dann x gleich Sinus x. Also sprich, da steht dann quasi drin, 5 gleich Sinus von 5. Und das ist falsch. Warum ist denn das falsch? Weil ich hier was Unerlaubtes gemacht habe. Und zwar, wir haben hier einen Quantor für alle x. Ja, der quantifiziert mir über dieses x und über das x. Und jetzt haben wir hier was gemacht. Jetzt haben wir das y ersetzt durch Sinus x. Und das dürfen wir nicht machen. Wir dürfen hier eine Variable, die da im Wirkungsbereich eines Quantors vorkommt, die dürfen wir nicht verwenden bei so einer Ersetzung. Man sagt dann auch, wir haben uns die Variable x eingefangen in den Wirkungsbereich dieses Quantors hinein. Und dann passieren solche Schweinereien hier. Ja? Korrekt wäre, wir dürfen y ersetzen durch so einen Term Sinus, aber nicht mit der Variable x, sondern zum Beispiel durch Sinus z. Sowas dürfen wir machen. Ja? Und dann ist alles noch korrekt. Da müssen wir einfach darauf achten, wenn wir Variablen durch Terme ersetzen. Okay, und so ist diese Definition zu verstehen. Man schreibt phi x ersetzt durch t, also das heißt praktisch, ich habe eine Formel phi und ich ersetze x durch t für die Formel, die entsteht, wenn man in phi jedes freie Vorkommen der Variable x durch den Term t ersetzt. Frei heißt nicht im Wirkungsbereich eines Quantors. Hierbei dürfen in dem Term t keine Variablen vorkommen, über die in phi quantifiziert wurde. Also genau sowas darf halt nicht passieren. Gegebenenfalls müssen Variablen umbenannt werden, um dies sicherzustellen. Okay, das müssen wir einfach beachten in Zukunft. Schauen wir dieses Beispiel vielleicht auch gerade noch an. Also wenn wir jetzt hergehen und in der Formel für alle x, x gleich y, wenn wir da jetzt die freie Variable y durch den Term x plus 1 ersetzen,
und das dürfen wir eigentlich nicht, dann fangen wir uns hier wieder so ein x ein und da haben wir plötzlich dastehen für alle x, x gleich x plus 1. Und wir haben eine falsche Aussage produziert. Ja? Bei korrekter Ersetzung erhält man die Formel für alle x, x gleich y plus 1 mit einer ganz anderen Semantik. Ja? Also da gibt es ja sehr wohl Lösungen für diese Gleichung. Okay, so. Ja, Quantoren und Normalformen. Ja. Also erst einmal schauen wir so eine Formel an für alle xp von x. Und was ist denn die Bedeutung von so einer Formel? Da haben wir ja gesagt, bei so einem Allquantor, da bei der Belegung muss die Formel dann wahr sein für jede Belegung der Variablen x mit irgendeinem Wert. Das heißt, diese Formel für alle xp von x ist äquivalent zu der Formel p von a1 und so weiter bis p von an, wobei ich hier alle Konstanten, die es gibt, auswählen muss. Ja? Klar, muss für alle möglichen Werte von x muss diese Formel gelten. Und das ist das, was hier auf der rechten Seite steht. Wobei das jetzt nicht ganz exakt ist, weil ich meine, das gilt natürlich nur für endlich viele Konstanten. So, dann analog mit dem Existenzquantor. Es gibt xp von x, also es gibt irgendein x, für das p von x wahr wird. Naja, das ist das gleiche mit oder. Also es muss dann gelten p von a1 oder und so weiter bis p von an. Ja? So. Ja. Und jetzt haben wir ja, jetzt schauen wir uns kurz noch die De Morgan-Regel an. Nämlich, ja, wenn wir ja. Wir nehmen die Formel nicht, es gibt x nicht p von x und das ist dann äquivalent zu wir negieren alle diese p's hier. Nicht p von a1 oder nicht p von an. Moment. Und da noch ein nicht davor. Okay. Ja. Also dieses es gibt x nicht p von x ist diese Klammer hier. Ja. Entsprechend dem, was da auf dem Schirm steht. So. Und jetzt gehen wir hierher und wenden unsere De Morgan-Regel an. Das heißt, dann ist das äquivalent zu, wir ziehen das nicht rein und wir kriegen p von a1, also das nicht hebt sich mit dem weg, und das aus dem oder wird ein und so weiter, und p von an. So, und das, was da steht, ist jetzt nichts anderes als das Prädikat p gilt für alle Konstanten. Naja, und dann können wir ja sagen, wenn das für alle Konstanten gilt, dann ist das für alle xp von x. Und jetzt haben wir diese Äquivalenz hier gezeigt. Das ist das, was hier steht. Für alle x phi, also das ist die Formel hier, ist äquivalent zu nicht, es gibt nicht phi. Nicht, es gibt nicht p von x.
Und das, man sieht's, wir haben ja nur einmal hier die De Morgan-Regel angewendet. Das ist äquivalent zu dieser Beziehung zwischen den Quantoren. Ich meine, das kann man auch intuitiv verstehen. Wenn eine Formel für alle x gilt, wenn eine Formel für alle x gilt, dann gibt es kein x, für das die Formel nicht gilt. Oder hier noch intuitiver, jeder will geliebt werden, ist äquivalent zu, keiner will nicht geliebt werden. Okay, weiter geht's mit Brennecker Normalformen. Also, ja, vielleicht erst nochmal kurz, was wollen wir denn jetzt machen? Wir wollen natürlich wieder hin zum automatischen Beweisen. Ja? Also, da haben wir eigentlich schon so eine Aufgabe formuliert. Hier. Wir wollen solche Fragen beantworten. Wir wollen zeigen, ob eine Anfrage Q aus einer Wissensbasis folgt. Klassisches Beispiel. Also brauchen wir jetzt wieder einen syntaktischen Beweiskalkül. Da wollen wir hin. Und wir werden ähnlich, wie wir das in der Aussagenlogik gemacht haben, für Klausel-Normalformen Beweise herleiten. So. Und das heißt jetzt, wir müssen so prädikatenlogische Formeln, die beliebig geschachtelt sein können, wo dann auch mitten in der Formel Quantoren vorkommen können und so weiter. Für solche Formeln brauchen wir ein Beweiskalkül. Und das wird schwierig und deswegen transformieren wir solche Formeln erst einmal in Klausel-Normalform, also in konjunktive Normalform. Ähnlich wie in der Aussagenlogik, aber das wird halt in der Prädikatenlogik noch eine Ecke komplexer, vor allem weil wir da Quantoren drin haben in der Formel. So, und in dem Sinne ist das jetzt zu verstehen, man sieht schon, in Brennecker Normalform, das geht schon Richtung Normalform, nämlich Brennecker Normalform habe ich dann, wenn die Formel in so einer Form ist, Phi, also Q1x bis Qnx, und dieses Q1 und bis Qn, das sind die Quantoren für alle und es gibt. Also wir haben hier lauter Quantoren und dann kommt eine quantorenfreie Formel Phi. Also sprich, alle Quantoren stehen vorne dran, um es kurz zu sagen. Das ist Brennecks Normalform. Brennecks, vor der Formel, Brä. Gut. So, hier haben wir jetzt auch noch eine Sache, die wir beachten müssen. Schauen wir mal diese Formel an. Für alle xp von x Pfeil, es gibt xq von x. Ja? So. Und wir wollen jetzt, unser Ziel ist es jetzt, schauen Sie, da haben wir jetzt vorne ein Quantor und dann haben wir da hinten ein Quantor. Und wir wollen dahin kommen, dass wir dann alle Quantoren vorne haben in der Formel. Ja? Und jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir hier aufpassen, weil da haben wir eine Variable x drin. Also der Quantor, der geht über den ganzen Rest von der Formel. Aber da haben wir diesen inneren Existenzquantor. Es gibt xq von x und das ist ein anderes x wie das. Das ist wie beim Programmieren auch. Wenn ich in einer Funktion drin eine neue Funktion definiere und in der neuen Funktion die gleiche Variable verwende, dann ist die aber, wie sagt man da beim Programmieren? Das ist dann halt eine lokale Variable, die ist von außen nicht sichtbar. Ja? Und die hat mit dem x außerhalb nichts mehr zu tun. Und so ist es hier auch. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Quantor nach außen ziehen, einfach so nach vorne ziehen würden, das wäre sehr gefährlich, weil dann würde dieses für alle x auch auf das x gelten. Und deswegen müssen wir vorher die zweite Variable umbenennen und die heißt jetzt hier y. Und jetzt können wir diesen Quantor nach vorne ziehen und dann ist das die korrekte Formel. Ja? So. Ja, gut.
Dann haben wir hier noch ein anderes Beispiel. Das ist jetzt eine andere Formel wie die hier, weil wir, hier haben wir noch quasi eine Klammerung um diesen ersten Teil rum. Ja. Genau. Und zwar, ja, was ist das Besondere hier dran? Das hier steht vor der Implikation, und wenn wir das jetzt, wenn wir die Implikation wegmachen, dann kriegen wir hier nicht diese Formel oder die Formel. Und ja gut, aber das müssen wir dann später im Beispiel noch anschauen. So, hier machen wir jetzt nochmal ein weiteres Beispiel. Ein ganz konkretes Beispiel aus der Mathematik. Und zwar Konvergenz einer Folge gegen einen Grenzwert. Das ist die Definition von Konvergenz. Und zwar, also eine Folge an konvergiert gegen einen Grenzwert a. Genau dann, wenn es zu jedem Epsilon größer 0 gibt es ein n0 aus den natürlichen Zahlen, sodass für alle n größer gleich n0 an minus a betragsmäßig kleiner als das Epsilon wird. Ja? Aber wir können es auch von rechts her lesen. Das heißt nichts anderes, also an konvergiert gegen a, wenn der Abstand von den Folgengliedern zum Grenzwert kleiner als jedes beliebige Epsilon wird, irgendwann. Und so ist es halt sauber hingeschrieben. Okay. Und jetzt wollen wir das einmal so richtig nach allen Regeln der Kunst mit unserer Syntax von PL1 hinschreiben. Und zwar, ich meine, in der Syntax für PL1 gibt es zum Beispiel keine Betragsstriche. Es gibt auch kein kleiner Symbol und so weiter. Ja? Das heißt, wir gehen jetzt her und definieren eine Funktion abs für den Absolutbetrag. A von n benutzen wir für tiefgestellte Indizes, minus für die Differenz, el für dieses Element von, ja? Also x Element von y, gr für die Größerrelation. Und wenn wir das alles machen, dann sieht die Formel so aus. Und das ist ja jetzt für uns, die wir mit der Syntax von PL1 bewandert sind, wunderschön. Ja? Also, für alle Epsilon, wenn gr von Epsilon, 0, dann, schauen Sie, das was da steht, für alle Epsilon größer 0, das ist eigentlich irgendwie total unsauber. Hier steht es sauber. Für alle Epsilon, wenn das Epsilon größer 0 ist, also hier haben wir so eine Wenn-Dann-Relation, dann gibt es ein N0, sodass, wenn das N0 ein Element der natürlichen Zahlen ist, steht ja hier auch, dann für alle N, wenn N größer als N0 ist, dann ist Epsilon größer als der Absolutbetrag von minus von an, a. Und jetzt gehen da die Klammern wieder zu. Ja gut, jetzt haben wir in unserer, oh sorry, jetzt eigentlich ist es ja noch nicht ganz sauber, weil da haben wir einen tiefgestellten Index n0. Ja? Also, aber ich meine, da könnten wir jetzt irgendeinen anderen Variablennamen nehmen. Da könnten wir jetzt auch sagen, hier, wir nennen das Y. Ja? Es gibt ein Y und so weiter. Gut, also wir haben jetzt diese aus der Mathematik bekannte Formel ganz sauber in PL1-Syntax hingeschrieben. Und jetzt wollen wir im nächsten Schritt diese Formel, diese komplexe Formel, Sie sehen, da gibt es überall Implikationen, dann gibt es geschachtelt Quantoren, Existenzquantoren, Allquantoren. Diese Formel, die wollen wir jetzt transformieren in konjunktive Normalform. Aber das tue ich Ihnen jetzt heute nicht mehr an. Also das war ja heute schon ein anstrengender Tag, denke ich. Gut, dann machen wir Schluss und sind alle miteinander geschafft für heute.